weiß nicht, Alter. So eine Grillplatte wäre geil. Okay, Alter. Aber du auch ein bisschen so koffeinhaltiges, damit ja. man wach werden will. Meinst du? Ja. Das muss jetzt sein. Komm, wir gehen ein bisschen an den Kamin. No homo. Würde ich sagen. So. Pelé also, ne? Auf jeden Fall, Mann. Dann sag mal ein gültiges Argument, weshalb Pelé mehr Fame wie Hulk Hogan sein soll. Okay, ein gültiges Argument. Wrestling gibt es wahrscheinlich nur in ein, zwei Ländern oder zwei, drei Ländern. Du irrst dich. Fußball gibt es auf jedem Kontinent, in jedem Land, in jeder Stadt. Wrestling auch. Wird überall Wrestling auf jeden Fall gibt es das bei mir in Malatya. Und Malatya wissen alle, wer Pelé ist, oder was? Hundertprozentig. Lege ich meinen Pimmel für den Kamin. Jeder, der weiß, wer Pelé ist, weiß auch, wer Hulk Hogan ist. Voll unrealistisch. Guck mal, von Pelé weiß ich nicht mal das Gesicht gerade so. Weißt du, ich muss so ganz scharf nachdenken, wer das überhaupt also wieder aussieht. Du musst nicht das Gesicht kennen, du musst einfach nur den Namen kennen. Pelé. Ja, Pelle. Keine nicht Ahnung. Pelé. Hulk Hogan ist auf jeden Fall viel Fame. Hör auf, sonst jetzt steht die Fußball-Olympics. Guck mal, egal was du sagst, der Hulk Hogan haut den Pelé auf die Fresse. Aber soll ich dir was sagen? Egal was du sagst, der Pelé, der tunnelt den Hulk Hogan. No homo. No homo. Der tunnelt den aber richtig. Wir müssen das irgendwie testen. Irgendwann testen wir das und dann zeigen wir es den Leuten. Dass ich recht habe. Genau. Genau. Ich war gespannt auf jeden Fall, dass du recht hast. Ist das eigentlich 100% Synthetik? Mhm. Wusstet ihr eigentlich, dass Echo Raffaello immer wie eine Olive ist? Der ist immer so drumherum und den Kern lutscht er dann nur rum, bis der halt den Kern hat so zum Ausspruch. Ich mag einfach nicht so gerne Nüsse. Nur rum, Alter. Boah, ein nur rum und hat immer. Er ist doch Toffee für die Nüsse nicht. Ich bin so straight, Alter. Ich esse aus Toffee für die Nüsse. Der ist einfach aus Schwulenhass. Ich wollte schon Judenhass, sag ich halt. Aus Schwulenhass ist das so eine Überzeugung geworden. Der kann einfach nichts mehr mit Nüssen essen. Aber keine Scheiße. Ich mag einfach keine Nüsse. Ja. Ich mag nur, die einzigen sind so türkische Bissat. Die einzigen sind seine eigenen. No homo. Okay, so. Michael Jackson ist total berühmt. Aber ich finde, Hulk Hogan ist fast genauso berühmt wie Michael Jackson. Jeder ich kennt ihn ja. So vom Sehen. Ja, okay, jeder kennt ihn wahrscheinlich schon. Vom Sehen, ja, Bruder. Auf jeden Fall, ey, Bruder. Kinderfilm und ey, warte mal, jetzt haben wir eine neue Wette. Hulk Hogan ist mittlerweile schon so berühmt wie Michael Jackson geworden. Nach seinem letzten Album. Vom Sehen. Rock for Wrestling. Das Ding kennt einfach Alter, jeder. Alter, zieh erst mal was für ein Realitätsverlust. Es gibt einfach ein paar Leute, ich die jeder dich, kennt. Alter, der gehört auch dazu. Wie Michael Jackson. Alter, du bist ich hab gesagt, geistesgestört, Alter. So bekannt oder so berühmt, das heißt ja nicht so beliebt oder so viel gekauft. Verstehst du, was ich meine? Einfach nur bekannt. Bruder, der ist einfach ein Gesicht, Hulk Hogan, was jeder kennt. Das ist so irrelevant wie die Darts-Weltmeisterschaften. Du tust so, voll auf den abfahren so würde. So. Der ist mir noch egal, aber es geht mir darum, dass den einfach jeder kennt. Das ist wie Dings, Bruder, Tischtennis bei Olympia. Ja, aber nur Scheiße.